Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute auch mal ein bisschen aufgeweckter. Letzte Folge war ja noch ein bisschen verschlafen. Ich glaube, das hat man gemerkt in meinem Kommentierstil, dass ich mich auch verhaspelt habe im Pipapo. Aber heute sind wir wieder hellwach und haben eine verdorbene Zone vor uns, ne? Ja, okay. 115 Schritte sind es ja noch bis dahin. Uiuiuiui. Das ist auch eine Level 15er. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nochmal zur gestrigen Folge. Da ich mich da oft verhaspelt habe oder so, tut mir wirklich leid. Aber ich war da deutlich im Schlafmangel quasi drin, um nochmal die Folge nachzuproduzieren. Ja, Daily Business eines YouTubers. Ja, so, wir sind kurz vor der verdorbenen Zone. Hinter uns ist aber jetzt auch die nächste, die für Stufe 20 ist. Die können wir dann eigentlich rein theoretisch machen. Die brauchen wir zwar nicht für die Quest, aber wenn die schon da ist? Also wenn die so viel heftiger ist wegen den 5 Leveln, glaube ich nicht. Zuerst einmal werden wir uns dieser verdorbenen Zone davon gucken. Und wie auch bei der letzten Folge werden wir uns ein bisschen sneakyhaft davor bewegen. Hier ist ja schon irgendwas tot. Ein Wächter. Reinscannen. Da schon was sehen. Verdorbener Plünderer. Okay, Plünderer allgemein sind ja nicht das größte Problem. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern. Aber in der verdorbenen Version könnten die doch bisschen mehr Probleme veranstalten. Haben wir da irgendwo vielleicht ein paar Büsche? Wir haben hier Büsche. Das finde ich sehr gut. Zwar nicht viel, aber doch. Bin ich hier getarnt? Danke, sehr schön. Ja, wir werden mal versuchen, ein paar davon auszuschalten. Denn wenn die wirklich alle auf einmal auf uns losgehen, werden wir da wahrscheinlich keine guten Karten haben. Aber ich komme nicht näher ran. Da ist kein hohes Gras. Das ist das Problem. Und von Wächter. Das habe ich gerade zu mir gelaufen, von der Wächter. Ich wollte mal das Pony herholen. Wo hatten die eigentlich Schaden? Und das Pony. Da kommt das. Okay, dann kann das nämlich auch gleich mitkämpfen. Das macht nämlich gut Schaden. Okay, die haben uns gesagt, dass die... Ah, jetzt kommt der. Okay, sehr schön, gut. Der hat uns nicht entdeckt, oder? Der hat uns nicht entdeckt. Boah, die sind alle in Alarmbereitschaft. Wieso? Hallo. Kann die verdorbene Maschine nicht herrufen? Ich scheine die verdorbene Maschine nicht herrufen zu können. Alles klar, okay, dann gehen wir auf Angriff, Leute. Mach die Strategie, die für mich immer funktioniert hat. Wieso mache ich gerade das Haus kaputt? Okay, macht deutlich Schaden, wir machen deutlich Schaden. Sehr gut. Solange wir nicht abgeworfen werden, ist es noch eine gute Strategie. Okay, wir machen deutlich Schaden. Wir machen gut Schaden. Wir machen fucking gut Schaden. Sehr schön. Sehr schön. Erstes down. Komplett down. Der nächste ist fast down. Oh nein, wir sind abgeworfen worden. Aber er sollte fast down sein. Ach, das ist unabhängig. Okay, sehr schön. Ach, verderbten Schaden. Oh scheiße, verderbten Schaden. Verderbten Schaden ist mega effektiv. Okay, ich sattel mal um auf die Feuerpfeile. Die haben uns ja alle gesagt, dass das mega effektiv sein soll. Ja, und das ist mega effektiv. Das ist auf jeden Fall mega effektiv. Kann es sein, dass dieses verderbliche Zeug Brand sehr bevorzugt? Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Das war schon? Ob mich das Kajafort jetzt über die Berge ziehen lässt. Das wäre natürlich schön, ey, Leute. Okay, das haben wir strategisch gut hinbekommen. Mit dem Reittier, das hat ja mega gut funktioniert. Schön. Ah, finde ich gut. Okay. Zwei Reinholz direkt. Achso, ich dachte, das sind zwei Reinholz. Dann halt eine kleine Brennwurzel dazu als Beilage. Finde ich auch schön. So, vielleicht mal den Medizinbeutel ein bisschen aufbessern, wenn man schon hier ist. Das ist aber kein Medizinzeug, was ich habe. Doof eigentlich. Denn wir haben das Medizinzeug doch gebraucht, weil zweimal hat uns dieser Plünderer abgeworfen und wir waren schon unter Half-Life. Das schafft ein normaler Plünderer eigentlich nicht. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt gehen wir wirklich schon zum Tor. Begib dich zum Karcher Grenzfort. Okay, sehr schön. Haben wir denn noch irgendwas hier dazwischen, was wir machen könnten? Hier haben wir ein Banditenlager. Da müssen wir aber die unbedingt vorbeischauen, oder? Wollen wir es machen? Zwei zahm Banditenlager? Okay, ich würde sagen, wir reiten einfach mal den Weg entlang. Wenn sich irgendwas anbietet, werden wir auf jeden Fall vorbeischauen, aber... Wir müssen ja nicht unbedingt alles abklappern. Ich will auch immer bei der Hauptquest weiterkommen. Nebenquests können wir nachhinein auch mal machen. Es sei denn, es bietet sich natürlich an, wenn sie gerade
neben der Straße lagern. Da haben sie natürlich selbst Schuld. Die Hüterin des Nora-Stammes hier kommt. Dann kommen wir denn hier nicht gut hoch. Hallo? Wird's dir hier zu kalt? Das ist hier zu steil einfach. Hier scheint es zu steil gewesen sein für den Tutti. Ist das das Lager? Nee, das ist nicht das Lager. Sind wir schon vorbei beim Lager. Okay, wir sind aber auch falsch abgebogen. Aber egal, das Lager machen wir irgendwann mal. Ich will bei der Hauptquest weiterkommen. Das Lager können wir im Nachhinein mal machen. Wir machen diese Hauptquest mal fertig und dann widmen wir uns wieder ein paar Nebenquests. Machen wir ein paar Sigmas, ein paar Brutstätten, ein paar Lager und so. Wir müssen auch nicht jede Nebenquest machen. Ich habe auch überhaupt nicht vor, in dem Spiel jede Nebenquest zu machen. Es sei denn, das Spiel packt mich in der Story irgendwann so sehr, dass ich nicht aufhören will mit dem Spiel. Dann werden wir auch im Nachhinein alle Nebenquests machen. Auch die, wo es eigentlich nur... Wieso bist du so langsam, Alter? Dann werden wir im Nachhinein auch alle Nebenquests machen. Auch wurde der Kater vorangegangen? Oh, scheiße. Okay. Ein Verderber. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ach, deswegen bin ich hier. So. Ich hab verdorbene Maschinen, das bedeutet... Feuer! Scheiße. Was? Ort kann nicht betreten werden? Was? Was willst du? Was? Was stand da gerade? Ort kann nicht betreten werden? Geh weg! Okay, ich muss weg. Oh, nicht in die Verderbnis rein. Nicht in die Verderbnis. Oh, scheiße. Scheiße! Das war die aber. Scheiße. Das war keine gute Idee, einfach runterzuspringen. Das war keine gute Idee, einfach runterzuspringen. Ah, du Scheiße! Wir haben noch ein bisschen Heilung, aber. Auf jeden Fall zu wenig! Okay, den Plünderer sollten wir jetzt down haben, denn. Feuer und so. Scheiße! Oh nein. Ach du Scheiße, der ist ja heftig. Den habe ich halt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ach du Scheiße! Wir machen einfach die kleinen Maschinen hier down. Dann widmen wir uns dem großen Kuti hier. Oh, der ist down. Alter, kannst du mal herkommen hier? Mir helfen, Alter. Komm her. Komm, hilf mir. Lauf mir doch nicht in den Schuss. Scheiße. Ups. Alter, der kämpft nicht mit. Der macht nichts. Okay, jetzt beschäftigt er den wenigsten. Okay, das da oben. Ach, Scheiße. Hab ich keine. Ich rafte mal nach. Scheiße. Ich einfach genau weiß, wo ich hin bin. Ich einfach genau weiß, wo ich hin bin. Aber wir schätzen ihn schon gut zu, wir setzen ihn gut zu. Aber er macht auch deutlich heftigen Schaden bei uns. Aua! Okay, wir bleiben dabei. Mann! Ich hatte gerade zwei Pfeile im Köcher. Wenn die getroffen hätten, das hätte so extrem viel Schaden gemacht. Alter! Wir müssen den nur mal runter damage, dass der richtig ordentlich Feuerschaden kriegt. Was sollten wir denn eigentlich haben? Aua! Fuck you! Du bist gleich down. Was? Hab ich keinen... Ich hab schon keine Pfeile mehr. Ist down! Sehr schön! Leuchtet uns wahrhaft die Sonne! Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Das war gerade ein Bad Move, Aloy. Ich wollte gerade sagen, ja, die Sonne sind wir, aber Aloy ist mir da schon heftig ins Wort gefallen, Aloy. Ach, du bist ein Bad Girl. Finde ich schön. Hallo, könnt ihr mir jetzt bitte die Tür aufmachen? Ich habe euch den Arsch gerettet. Darf ich rein? So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen! Nach Meridian! Wie du uns voll gewillig einlässt. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen.
Geh im Licht, Nora. Auf jeden Fall. Das sind jetzt Karja-Rüstungen, ne? Waschechte Karja-Rüstungen. Sieht ein bisschen aus wie... Als wären die an römische Rüstungen angelehnt. Kann das sein? Lass dich mal angucken. Finde ich eigentlich doof, dass wir gerade nicht in die Ego-Perspektive gehen können. Ich glaube, das ist jetzt eine Karja-Rüstung. Man kann ja auch, glaube ich, Karja-Rüstungen tragen. Und auch später Osaram-Rüstungen und so weiter. Aber die finde ich einfach nicht so schön, auch wenn sie... Vielleicht rede ich auch gerade törichten Bullshit. Aber soweit ich weiß, kann man auch diese Rüstungen erwerben. Ach, Lagerfeuer, sehr schön. Bei so viel Schnee kann man nicht gut sehen. Begib dich nach Meridian. Okay. Das ist ziemlich weit hin. Ziemlich fucking weit hin. Alter. Mal gucken. Was ist Meridian? Das ist Meridian. Das ist ein fucking langer Weg. Ich glaube, wir werden eine Langhals hier abklappern müssen. Was ist das hier? Das ist eine Brutstätte, ne? Das sieht exakt so aus wie die letzte Brutstätte. Wo waren die letzte Brutstätte? Ich will das jetzt vergleichen. Das ist das Lager. Wie sah die letzte Brutstätte aus? Bin ich gerade blind? Oder wird dir nicht aufgezeigt, wenn man die schon erledigt hat? Da hier. Brutstätte Sigma, abgeschlossen. Das sieht doch aus wie eine Brutstätte, oder? Tue ich mich da falsch? Nee, das ist eine Brutstätte. Das ist auf jeden Fall eine Brutstätte. Da will ich hin, sofort. Obwohl, hier oben ist ein Rufzeichen. Da sollte man hinschauen. Ich glaube, das ist der Hauptmann, den wir sprechen sollen. Aber er gesagt, wo uns der eine gebeten hat, dass wir mit ihm sprechen sollen. Aber wenn wir den Bitten mal nachkommen. Okay, ich hätte einen Weg gehen können, aber das macht eine echte Nora-Kriegerin nicht. Obwohl, eigentlich sind wir jetzt ja eine Eisjägerin. Vom Outfit her. Macht einen Style Eisjäger. Ob das auch wirklich ein eigenes Volk ist oder nur so eine Abspaltung der Nora? Ich hab da keine Ahnung. Hi. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Okay. Ein Gefallen? Was meinst du damit jetzt genau? Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Okay, aber mir fällt gerade auf, dass die alle mega heftig starke Rüstungen haben. Wieso können die das nicht selbst machen? Obwohl, im Kampf gegen Maschinen kann ich mir sogar vorstellen, dass leichte Rüstungen, mit denen man sich gut bewegen kann, mit denen man flexibel ist und auch mal aus Angriffen wegspringen kann. Das ist deutlich vorteilhafter, ist wie irgendwie so eine schwere Rüstung, die einen doch bei dem Kampf gegen Maschinen doch nicht ganz so viel bringt. Okay, das ist... Okay, machen wir alles durch. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Das ist sehr gut. Finde ich gut. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja... Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Ach, wir holen uns schon. Wir sind stark. Wir sind wahre Krieger. Meridian? Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran.
Avard, der neue König hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Okay, das ist alles schön und gut, aber... Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Bist vom Haken? Was? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir reden. Hey. Gibt's was Neues über die Männer? Da war noch ein Zeug offen. Ich arbeite dran. Oder wir nicht? Der Weg nach Meridian, Olin. Ja, siehst du, warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ach, was ist mit dem Dulli los? Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Reisen auf eigene Gefahr, ja, das kennen wir. Das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so mit diesen Maschinen. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Alle gehen nach Meridian und wir am Ende auch. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall. Kann ich mit dem Typi noch reden? Nee, ich kann nur mit Balan reden. Und mit dem anderen Typi. Mann, ich hätte mich gerne noch mit dem anderen hier unterhalten. Der ja nie ausreden durfte. Drüben ist noch ein Händler, okay? Da würde ich mich gern mal umsehen, was der so im Angebot hat. Hi. Okay, deutlich mehr Karcher-Zeugs. Und Schattenzeug. Oh, Schattenjägerbogen. WTF, ich haben will. Was war ich dafür? Ein Wächterherz, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schattenscharfschutzbogen, ein Sägezahnherz habe ich. Ich brauche nur die mit. Das ist heftig. Ich will das haben, verdammte Scheiße. WTF, wie geil. Okay, darauf sparen wir hin. Haben wir was zu verkaufen? Ich brauche ein Wächterherz und ein Sägezahnherz. Sägezahnherz haben wir. Läuferherz brauchen wir also nicht. Können wir wegmachen. Ah ne, warte, ich will noch kurz zu den Outfits gucken. Okay, deutlich neues Zeug. Feuerwappen. Leicht. Okay. Deutlich neues Zeug. Ich hoffe, jetzt kommt nicht mehr die heftige, coole Rüstung. Und ich weiß mir dann voll den Senkel. Kaja Feuerwappen Mittel. Was ist das denn? Okay, die haben wir ja. Die ist hier aber billiger. Die kostet hier nur 760. Ich habe dafür 800 bezahlt. Das sieht aber auch geil aus. Ich weiß nicht, das hat was. Das ist auch Feuerschaden. Das finde ich sehr cool. Feuerschaden ist immer sehr cool. Können wir das auf jeden Fall überlegen. Das finde ich nicht so geil. Das sieht zu protzig aus. So bäh, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, jetzt schon wieder ein Outfit wechseln? Das ist so teuer, das Zeug. Warum ein Stürmerherz? Was ist mit dem Stürmer? Egal. Munition, Schatzkisten. Okay. Wir halten fest, wir brauchen ein Säbelzahnherz und ein Wächterherz. Ne? Sägezahnherz und Wächterherz. Und fürs Outfit, fürs das hier. Was doch eigentlich ganz nice aussieht, ich weiß auch nicht. Lacht mich irgendwie an, ich weiß nicht, woran das liegt. brauchen wir ein Stürmerherz. Was ist bitte ein Stürmer? Da haben wir noch gar nicht entdeckt. Und Leute, dann werden wir auf das natürlich... Kauf einfach das, was du brauchst. Ja, mache ich auf jeden Fall. Dann werden wir darauf natürlich ausschalten. Liegt es hier vielleicht schon rum?
Bessere Waren Nein. findest du nirgendwo. Aber Metallscherben sind schon geil. Dann müssen wir auch ein bisschen jagen gehen. Und die Stadt der Sonne werden wir dann mal nicht machen. Sondern... Quest. Stadt der Sonne. Ist das hier, ne? Eine Karawane ist ohne anständige Munition auf einer gefährlichen Reise unterwegs. Ohne Hilfe ist sie dem Untergang geweiht. Rede mit Marzavit. Ist es das? Balam, Hauptmann im Tagturm, braucht Hilfe bei der Suche nach einem Tal vermissten Kaja-Patrouille. Das ist das hier, glaube ich. Wir haben auch einen Langhals noch offen. Was ist untersagt? Das würde ich gerne wissen. Dafür kriegt man ja eh nichts. Mal das hier, würde ich sagen. Das machen wir mal das hier. Fremdenlande. Das wurde uns ja gerade quasi gerade aufgetragen. Wo müssen wir denn hin? Hier. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann können wir schon zurück. Können wir uns ein Wächterherz noch sneaken und dann passt doch. War ich gerade wirklich sneaken, gesagt, ich schön. Bist du nur noch irgendwas mit dem. Kann ich mit dir handeln? Oder reden? Hi. Wer ist euer Kommandant? Hauptmann Balan. Du findest ihn auf der Brüstung drüben auf dem Grat. Ich hält die Waffe. Ja, okay. Aber Leute, ich würde erst mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich werde auf jeden Fall auch zwischen den Folgen mal ein bisschen Scherben sammeln und vielleicht auch mal das rechte Herz und das Stürmerherz suchen. Damit wir in der nächsten Folge vielleicht, ich will nichts versprechen, aber vielleicht schon das Zeug kaufen können. Vielleicht. Ich will nichts versprechen oder so, aber vielleicht. Weil ich bin schon scharf auf so ein Zeug. Kosmetische Items sind zwar sowieso nicht wichtig, aber... Aber es ist halt kein rein kosmetisches Item. Es ist ja doch Rüstung und so weiter. Und man kann es gut zockeln, das Zeug. Ich habe einen Freund bei der Wache. Eine Maschine hat sein Bein gebrochen. Ja, ist mir egal, ob dann... Komm, gleich stehen. Aber auf jeden Fall... Ja, das werde ich auf jeden Fall offscreen bis zur nächsten Folge machen. Aber da ich verbleibe mit einem Ray und sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.